Wie das Thumbnail schon verrät, der Gartenpapa, den solltest du kennen. Ich bin der Gartenpapa, Stefan, etwas über 40, ich gärtnere schon seit 20 Jahren. Hühner, Wachteln, ich bin Imker, Gemüse, Garten, Obst, Holzprojekte, ob es kleine oder große sind, mit Kindern, ohne Kinder, all das, ja, mache ich mit der Kamera, nehme ich mit, um euch Videos auf YouTube zu zeigen, hochzuladen und euch zu inspirieren. Warum der Name Gartenpapa ist ganz einfach erklärt. Ich habe Kinder, ich liebe den Garten und daraus ist der Gartenpapa entstanden. Aber warum Gartenpapa auf YouTube? Auch das ist einfach erklärt. Freunde von mir haben einfach gesagt, Stefan, du solltest Creator werden. Hol mal eine Kamera und zeig mal, was du hier alles so machst. Gesagt, getan, Kamera gekauft und vor die Projekte gehalten. Diverse Projekte habe ich ja schon umgesetzt. Könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal jederzeit gerne mal angucken. Das sind Hühnerhaltung, Wachtelhaltung, Gemüseanbau und Ernte mit Verarbeitung. Imkern ist dabei, Holzprojekte wie eine Sauna bauen oder ein Erdgewächshaus bauen, kleine Projekte, Insektenhotels. Das haben wir alles schon gemacht und es wird auch irgendwie nicht langweilig hier. Es kommen immer wieder neue Projekte. Die halte ich alle für euch mit der Kamera fest, lade sie hoch, um euch zu inspirieren. Und wer weiß, vielleicht das ein oder andere Projekt könnt ihr dann bei euch im Garten oder auf dem Balkon umsetzen. Jetzt mal ein paar schöne Zahlen, schlechte Zahlen vom Gartenpapa. Ich habe 2019 das erste Mal die Kamera aktiviert, angemacht, das erste Video hochgeladen. Ja, und jetzt war ich Creator. Es hat 2 Jahre gedauert, bis ich die ersten 1000 Abonnenten voll hatte. Und dann sprudelte nur das Geld. Das Konto war voll, die Millionen der Ferrari, von wegen, könnt ihr vergessen. Das bisschen Geld, was man da verdient, das ist, reicht nicht mal als Taschengeld. Also entweder musst du ziemlich verrückt sein oder die Leidenschaft muss dich gepackt haben. Aber reich wirst du damit nicht. Jedenfalls nicht mit dem Content, den ich mache. Ich bin wahrscheinlich beides, verrückt und habe eine Leidenschaft. Und deswegen mache ich das auch schon so lange, weil ich einfach Bock habe, Leute zu inspirieren. Ich mache auch Fehler. Einige Videos, die laufen gut, einige Videos laufen schlecht. Bei einigen erkläre ich das vielleicht auch nicht richtig und es kommt dann auch falsch rüber. Das sieht man dann unten in den Kommentaren. Aber was soll's, das ist halt so. Ich inspiriere. Ich möchte gerne euch einen Mehrwert bieten. Und ja, noch ein paar weitere Zahlen. Ich habe in den Analytiken von YouTube mal geguckt. Tatsächlich habe ich eigentlich am Anfang immer gesagt, hey, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch und abonniere den Kanal, um mehr Videos zu sehen. Ja, wenn man aber den Analytiken mal folgt und mal ein bisschen recherchiert, 92% haben gar keine Abos und 8% haben nur Abos, die meine Videos gucken. Ich habe tatsächlich nur eine Klickrate oder eine Aufrufzahl von unter 1000, teils sogar nur 200 oder 300 Aufrufe pro Video. Es gibt auch ein paar große Videos, die sind halt eben, das sind die großen Projekte, aber im Schnitt bin ich immer unter 1000 Aufrufen und ja, wenn man sich das mal so ein bisschen nahelegt, 3000 Abonnenten, die ich mittlerweile habe, etwas über 3000 Abonnenten mit 200, 300, 400 oder auch mal 500 Aufrufen, ist das ziemlich mickrig und die Werbeeinnahmen, Leute, da kannst du nicht von leben. Ich verdiene im Monat 50 Euro und die 50 Euro machen die Arbeit definitiv nicht. Das gleicht das nicht aus. Bei 4 Videos kann man sich ja ausrechnen, wie hoch der Stundenlohn ist, wenn man nur 50 Euro im Monat hat. Also, daher zu dem Thema, man muss verrückt sein oder die Leidenschaft haben. Ich habe beides und das Geld brauche ich nicht. Denn bei mir ist der Gartenpapa entstanden aus Leidenschaft und das Geld, das möchte ich spenden. In allen anderen Videos vorher habe ich das auch schon erwähnt und alle Werbeeinnahmen, die ich habe,
sammle ich. Natürlich muss ich mir auch mal eine neue Kamera kaufen oder das Stativ ist kaputt gegangen oder. Klar, das bezahle ich davon auch ab und zu mal. Aber im Groben und Ganzen nehme ich das ganze Geld und fördere damit irgendwelche Projekte. Sei es die Saatgutbibliothek, wer das nicht kennt, ich habe in der Bücherei eine Saatgutbibliothek, wo Kinder sich Saatgut ausleihen können und dieses Saatgut dann zu Hause, naja, aussehen können. Und wenn sie dann Saatgut, also wenn das zur Blüte kommt und die Saatgut gewinnen, können sie das der Bücherei wieder zurückgeben oder halt eben anderes Saatgut. Und wenn nicht, fülle ich es irgendwann wieder auf. Dieses Projekt ist so ein Herzensprojekt, das macht Spaß und das fördere ich gerne, unter anderem durch die Werbeeinnahmen. Bei den Pfadfindern habe ich ab und zu schon mal was mitgemacht oder andere Projekte wie so ein Wiesengehege mal mit unterstützt. Und das ist das, was ich mit den Werbeeinnahmen erreichen möchte. Da kommen wir nämlich zu den Zielen. Was ist das Ziel vom Gartenpapa? Jeder Creator will eigentlich wachsen und größer werden und irgendwann vielleicht in die Teilzeit oder in die Selbstständigkeit gehen und als Creator dann seine Millionen verdienen. Das will ich gar nicht. Natürlich wäre es schön, wenn die 50 Euro statt 50 vielleicht 500 Euro wären, weil ich da größere soziale Projekte mit starten könnte. Aber wenn es so bleibt, ist es auch okay. Die Aufrufzahl wäre natürlich auch schön, wenn es statt 200 Aufrufe vielleicht 2000 Aufrufe wären, aber hey, das ist halt so. Ich bin der Gartentyp und nicht der Kameramann oder Creator. Ich habe keine Ahnung von YouTube, ich bringe mir das immer selber bei. Daher nimmt ein bisschen Rücksicht auf mich. Alles vor der Kamera, da habe ich Ahnung. Hinter der Kamera, da bin ich ein Laie. Und ich gebe mir große Mühe, das ziemlich professionell zu machen. Also, der Gartenpapa auf YouTube. Schaut euch die Videos an. Ich versuche jeden Samstag ein Video online zu stellen zu verschiedenen Themen. Und auch jetzt hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Euch inspiriert, vielleicht mal auf den Kanal zu klicken. Euch die Videos mal runter zu scrollen. Und ansonsten guckt mal unten in die Videobeschreibung. Da ist ein Link drinne. Kommt ihr auf ganz viele andere Seiten, die ich auch betreue oder betreibe und auch auf den Spenden-Button. Und ich sage vielen Dank, wir sehen uns nächsten Samstag und tschüss.